Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch Aktien TV und in diesem Video möchte ich euch die InvestorSearch Makromatrix vorstellen, die von mir entwickelt worden ist, um Risiken zu erkennen, also so eine Art Crash-Warn-Indikator und auch ein bisschen, um vielleicht eine Cash-Quote zu steuern. Das ist aber schon ein fortgeschrittenes Investmentmodell, also schaut ihr vielleicht auch erstmal die anderen Investmentmodelle von mir auf investorsearch.net oder hier auch auf YouTube auf der Playliste an, weil das richtet sich schon eher an fortgeschrittene Investoren und wurde daraus entwickelt, als ich 2018 gemerkt habe, dass wenn man nur auf Aktien schaut, man muss auch ein bisschen die Makrotrends im Blick haben, um einfach seinen maximalen Verlust auch zu limitieren. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie Crash mit Sicherheit vorhersehen kann, aber man kann halt schon sagen, aktuell ist vielleicht das Risiko ein bisschen größer als normal oder es ist ein bisschen geringer. Warum Makromatrix? Ja, es gibt für mich 5 verschiedene Bereiche, wo Risiken und Chancen entstehen für die globalen Aktienmärkte. Und es gibt 5 geografische Regionen, die mal mehr oder weniger miteinander korrelieren, aber wo die Investoren ihr Geld hin und her shiften. Ja, so Pi mal Daumen. Die geografischen Regionen sind einerseits die 3 großen Märkte USA, Europa und China. China ist aktuell in den weltweiten Indizes noch untergewichtet, aber von der wirtschaftlichen Bedeutung, von der Zukunft wird es mit diesen 2 anderen Regionen aufschließen und irgendwann werden es auch die Unternehmen tun. Und irgendwann wird es auch die Gewichtung im MSCI World etc. sein. Deswegen, China ist die große Investment Story eigentlich für die nächsten 10, 20 Jahre, trotz der politischen Risiken, wo man zumindest mit einer gewissen Gewichtung dabei sein sollte, meiner Meinung nach. Die weiteren Regionen 4 und 5 werden andererseits, viertens werden sogenannte Diversifikationsmärkte. Das sind also alles Industrieländer, die nicht in diesen 3 Regionen sind, zum Beispiel Japan, aber zum Beispiel auch Korea, Taiwan, Israel. Dazu würde ich auch noch die europäischen Länder dazu nehmen, die nicht im Euro sind, zum Beispiel die Schweiz und England. In diesen Märkten sind vielleicht ähnlich wie bei Aktien so ein bisschen Sonderstories, wo man ganz gut diversifizieren kann. Und das fünfte wären die wirklichen Schwellenländer, das ist China ja nicht mehr, zu Indien, Brasilien etc., wo auch teilweise hohes Wachstum besteht, aber auch immer hohe politische und wirtschaftliche Risiken. So, das sind so die 5 Geografenzonen und die 5 Bereiche, wo Risiken bestehen oder wo eine Blase sich bilden kann oder wo, was die Begründung für einen Crash oder eine Korrektur ist, wäre Nummer 1 wäre natürlich Bewertung. Ja? Wenn Aktien sehr, sehr teuer sind, dann ist das Risiko natürlich größer, dass es zu einer Korrektur kommt. Ja, wenn KGV bei 25 ist, dann können die Märkte 30% korrigieren, ohne dass Aktien jetzt spottbillig sind. Wenn das KGV aber seit 10 oder 12 ist, ja, dann wird eine Halbierung schon schwierig, da wäre das KGV bei 6. Ja. Das würde nur passieren, wenn wir ganz, ganz hohe Zinsen hätten. Und das wäre auch das nächste Thema. Aktien agieren auch immer mit Zinsen. Je niedriger die Zinsen sind, desto besser ist es für Aktien. Warum? Einerseits hilft es natürlich den Unternehmensgewinnen. Ja, die Firmen, die Schulden haben, müssen weniger für die Zinsen aufbringen. Aber auch die alternative Anleihen sind halt viel unattraktiver. Deswegen reagieren ja Aktien auch immer so stark, wie die amerikanische Notenbank ihre Zinsen stellt, weil danach richtet sich auch ein bisschen der Weltzins. Plus, wenn die amerikanischen Zinsen sehr, sehr hoch sind, fließt Geld in den US-Dollar rein, was dann oft den Schwellenländern wehtut. Das dritte wäre das Momentum. Ja, also oft ist ja so, Märkte laufen dann immer weiter, werden dann immer teurer, aber die Leute bleiben dabei. Aber wenn das Momentum bricht, dann kann es mal schnell gehen. Ja? Weil einerseits gibt es dann diese Algorithmen, die dann verkaufen, Leute aber auch geraten in Panik verkaufen, plus Aktien sind dann eh zu teuer, auch die Fundamentalinvestoren verkaufen und dann kann es auch mal schnell nach unten gehen. Deswegen ist natürlich, wenn wir im Aufwärtstrend sind, ist das Risiko für einen plötzlichen Crash deutlich geringer, als wenn ein Trend langsam ausgelaufen ist und dabei ist zu brechen. Deswegen wäre das das dritte Thema. Die vierte Bereich wäre die Realwirtschaft. Ja? Also wenn es der Wirtschaft gut geht und auch die Anzeichen dazu sind, dass es ihr weiterhin gut geht, sind natürlich auch die Crash-Gefahren niedriger. Anders ist natürlich, wir haben es 2008 gesehen, wenn plötzlich vielleicht aus einer Immobilienkrise, Finanzkrise oder auch Ölkrise, wenn es der Realwirtschaft schlecht geht, ist es natürlich auch schlecht dann für die Aktienmärkte. Muss aber nicht immer so sein, weil manchmal nehmen die Aktienmärkte sowas auch schon vorweg und richten dann ihren Ausblick schon wieder aufs übernächste Jahr, wo sie erwarten, dass die Krise dann vorbei ist.
Und das fünfte, das ist vielleicht so das Speziellste an dieser Makromatrix, werde ich auch nochmal mit einer Szenarioanalyse weiterentwickeln. Dann nenne ich so spezielle Investment-Themen, die Investoren dann falsch einpreisen. Zum Beispiel der Brexit. Ja. Bei der Brexit-Abstimmung haben die Investoren nicht damit gerechnet, dass es dazu kommt. Es war nicht eingepreist und als dann passiert ist, sind, glaube ich, die Märkte kurzzeitig minus 10% getankt in Europa. Das sind einfach so Risiken, die oft von der Politik herkommen und vor allem dann gefährlich sind, wenn es der Markt falsch einschätzt. Ja? Und da warte ich einfach in der Makromatrix, das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, aber wenn ich ein Thema sehe, wo ich denke, die Wahrscheinlichkeit muss jetzt nicht über 50% sein, aber der Markt ignoriert die Wahrscheinlichkeit komplett, aber ich glaube, zu 30% wird es passieren, dann wäre das negativ. Zum Beispiel jetzt Elizabeth Warren, der Markt ignoriert komplett, dass sie US-Präsidentin werden könnte mit einem sehr linken Programm. Wenn ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist 30-40%, dann wäre das negativ, da es in den Kursen noch nicht drin ist. Andererseits können natürlich große Makrothemen komplett in den Kursen drin sein oder sogar übertrieben und dann wäre die These, dass gar nicht so schlimm kommt, dann wäre es wieder positiv. Ja, das sind einfach verschiedene Dinge, die doch immer wieder die Medien beschäftigen. Das Wichtige ist aber einfach zu wissen, wie hoch ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, die der Markt diesem Ereignis zubilligt und was ist die eigene Schätzung. Ja, das ist sicherlich subjektiv, aber das ist auch so der, sag ich mal, der Mehrwert, der auch vielleicht die Makromatrix hier noch bietet. Und jede dieser Themen werden mit maximal plus 2 bis minus 2 bewertet. Und dann kommt da so ein Durchschnittsscore heraus. USA ist nochmal höher gewichtet. Wir sehen das hier. Und das werde ich auch regelmäßig updaten, immer in der Finanzpost, aber nur, wenn es ein Update gibt. Ja, also wenn es jetzt keine Veränderung gibt, wird da nichts genannt. Aber damit steuere ich ein bisschen so mein Risiko. Ja, wenn sogenannte die Ampeln auf grün sind, dann bin ich voll investiert und vielleicht sogar mehr als 100% über ein bisschen Wertpapierkredit oder ein bisschen Hebel. Aber wenn es dann ein bisschen ruppiger wird, dann wird dann auch nochmal Cash aufgebaut, vor allem wenn die Makromatrix dann ins Negative geht. Das ist also mein Risikomanagementmodell. Ich habe dann, wie gesagt, noch andere Modelle, schau es dir gerne an, wie man Aktien bewertet, wie man finanziell unabhängig wird. Aber das ist so das, womit ich ein Portfolio und auch meine Wikifolios ein bisschen steuere. Und es klingt das so, wie gesagt, als Red Flag Indikator. Ja, wenn Aktienbewertungen hoch sind, wenn der Trend bricht, wenn vielleicht die Zinsen gestiegen sind, wenn es der Realwirtschaft, diese Frühwarnindikatoren auch nicht mehr so top sind und wenn es vielleicht noch politische Risiken am Horizont gibt, dann besteht natürlich ein hohes Risiko, dass es mal zu einer scharfen Korrektur gibt und dann ist es vielleicht auch mal besser, ein bisschen an der Seitenlinie zu sein. Wobei, sage ich auch gleich, Market Timing bringt langfristig wenig. Es ist eher ein Risikomanagementsystem, um halt ganz hohe Verluste zu vermeiden. Aktuell bin ich zum Beispiel auf Stufe 1 mal gegangen, kann sich dann auch schnell wieder ändern, dass ich wieder hochgehe, aber dass ich einfach mal so ein bisschen Cash dabei habe. Wenn es tiefer gehen würde, könnte ich nachkaufen. Wenn es wieder hochgeht, bin ich auch voll dabei. Wie funktioniert das jetzt genau in der Anwendung? Wir sehen hier die Makromatrix, wenn alles auf 0 bewertet wird, dann werden die USA mit 40% gewichtet, der Euroraum mit 20%, China mit 20%, die sogenannten Diversifikationsindustrieländer mit 10% und die Schwellenländer mit 10%. Ja, insgesamt gibt es auch ein Gesamtrating von 0%. Wenn ich jetzt ein bisschen rumspiele, ja, so sieht es zum Beispiel aktuell aus, ja, da kann ein Gesamtrating von 20% raus und das Portfolio ist auch ein bisschen angepasst, ja, weil die USA sind ein bisschen schlechter bewertet, deswegen sollten die nur noch 32% gewichtet sein und die Chinesen mit 24%. Euroraum bleibt gleich. Insgesamt gäbe es dann ein Gesamtrating von 20% und daraus könnte man jetzt auch die Cashquote ableiten. Ja? Also das Maximale, was man erreichen kann, theoretisch, wenn es hier mit plus 2 bis minus 2 geht, wären dann plus 200% bis minus 200%. Aber normalerweise verwende ich hier immer nur 1 oder minus 1. Das heißt, realistisch ist so ein plus 100% als Maximalscore. Und wenn ich jetzt über 80% Score wäre, dann hätte ich eine Investitionsquote von 100 bis 120% oder eine Cashquote von 0 bis minus 20%. Wie geht es jetzt? Ja, bei einigen Brokern kann man natürlich dann auch Wertpapierkredit aufnehmen und könnte dann sogar mehr investiert sein als 100%. Zwischen 80 und 40% wäre die Cashquote 0% und die Investitionsquote 100%. Zwischen 40 und 20% Rating
lägt die Cashquote zwischen 0 und 10% und die Investitionsquote natürlich dann 90 bis 100. Und so geht es dann immer weiter. Das sind natürlich so Richtwerte, ja. Und wir sehen, wenn wir jetzt bei 20% sind, dann wäre schon ein bisschen Cashquote aufgebaut, weil da sind schon einige Sachen dann auf gelb, ja, weil ich bin da eigentlich näher im Gelben als dem Grün. Ja, wenn alles auf grün wäre, wäre ich bei 100% und beim Rating von 20% bin ich schon eher so im gelben Bereich und deswegen ist es auch nicht schlecht, da ein bisschen Cash zu haben, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt sogar in den negativen Bereich gehe, dann hätte ich sogar eine Cashquote von 20-30% und richtig negativ wäre dann weniger als 40%. Da wäre ich im roten Bereich, dann wäre auch eine Cashquote von 40 oder dann bei minus 50% auf 50% ratsam. Ja, also beim theoretischen Fall vom Rating von minus 100% könnte man dann auch sogar auf eine Cashquote von 100% gehen. Beziehungsweise könnte man dann auch halt andere Assets kaufen aus dem Anleihen- oder Spekulationsbereich, um sich abzusichern. Das ist wie gesagt nur, um ein bisschen sich daran zu orientieren, in welchem Markt wir uns gerade befinden, um da auch, wie gesagt, eine Daumenregel zu haben und auch um ein bisschen die Ländergewichtung in einem globalen Portfolio zu steuern oder zu schauen, aus welchem Bereich eigentlich gerade vielleicht eher das größere Risiko kommt. Das war also meine Makromatrix in der Anwendung. Gerne Feedback kommentieren etc. wollte ich einfach nur noch mal erklären, weil ich auf der wöchentlichen Newsletter, Finanzpost und natürlich auch meinen Aktientagebuch-Videos immer darauf zurückgreife.